Ladies and Gentlemen, willkommen zu den Season 21 Patch Notes. Ich hatte wieder Access, nee, Early Access ist falsch. Ich hatte Early Einblick, frühen Einblick in die neue Season 21 und deswegen wird auch dieses Video mal wieder präsentiert vom EA Creator Network. Und noch ganz wichtig, ein paar kleine Informationen. Stand jetzt, wo ihr das Video am 3. Mai um 19 Uhr seht, bin ich schon 3,5 Tage in LA und es wird in einer Stunde Gameplay-Video Material von mir für Season 21 geben, was jetzt dann quasi 20 Uhr deutscher Ortszeit am Freitag rauskommt. Und wahrscheinlich werde ich jetzt Schritt für Schritt stündlich ein neues Video da rausballern, weil das Embargo für die ganzen Sachen um 19 Uhr am Freitag fällt. Und Stand jetzt habe ich dann quasi vor 2 Tagen schon die neue Season getestet mit vielen anderen internationalen Creatoren. Wer sich ein bisschen mit Apex auskennt, der weiß, dass die Respawn Studios ebenfalls in LA sind. Wir wurden quasi auch in die Respawn Studios eingeladen, durften uns dort alles angucken. Ich spreche in der Vergangenheitsform. Das ist so geil, es ist noch gar nicht passiert, jetzt wo ich das aufnehme. Und wir hatten eine extrem lange Gameplay-Session. Ich darf da eine Menge aufnehmen, wie alle anderen auch. Wir können das alles dann am 3. Mai um 19 Uhr alles rausballern. Ich werde stündlich, wie gesagt, ein bisschen was über Alter bringen, die neue Legende, ein bisschen was über die neue Map-Updates und so weiter und so fort. Da gibt es eine Menge zu erzählen und ich habe euch wahrscheinlich schon gut auf dem Laufenden gehalten in Sachen Global Series, Livestream auf Twitch und so weiter und so fort. Und ich habe auch jetzt schon eine Menge Bilder von Season 21 für euch und ich kann euch jetzt schon mal sagen, wo ich es noch nicht getestet habe, die Season wird absolut geil, denn die neue Legende ist so einzigartig, die wird so viel taktisch krassere Möglichkeiten ins Spiel bringen und die komplette Meta komplett zerstören und das ist richtig, richtig finster und deswegen bin ich von eurer Seite aus gespannt, was ihr von der neuen Legende haltet. Wie gesagt, ich hoffe, ich habe alles erzählt. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Kurz zum Ablauf. Ich sage euch jetzt die Patch Notes und dann gehen wir alle Bilder durch. Es ist eine ganze Menge. Und bevor ich es vergesse, es gibt von mir keine 100% Patch Notes einen Tag vor Release der Season, denn ich komme erst einen Tag später an, quasi. Eine Stunde vor Season 21 Beginn komme ich 18 Uhr am Dienstag in Leipzig am 7. Mai erst an. Das heißt, schnell nach Hause, erstmal der Familie knuddeln. Und wenn ich dann nicht so einen absolut massiven Jetlag habe, komme ich vielleicht noch online, aber wer weiß wann, ob ich überhaupt online komme. Aber ich werde auch die Patch Notes nicht nachreichen. Eventuell werde ich einen Tag vorher, wenn ich in LA noch bin, aus dem Hotel rausmachen, wenn sich das irgendwie machen lässt. Ich weiß nicht, wie da dort der Zeitplan ist. So, jetzt halte ich aber meine Klappe und fange einfach mal an. Wir fangen auf jeden Fall mit Alter an der neuen Legende. Habe ich jetzt hier schon irgendein Bild von ihr? Ich habe eine durcheinander konfuse Reihenfolge, deswegen blende ich es besser nicht ein, mach's zum Schluss. Also, ihre taktische Fähigkeit nennt sich Void Passage. Du kannst quasi ein Portal an eine Oberfläche knallen und kannst durch dieses Portal hindurch. Es können da deine Teammates durch, es können da Gegner durch. Du kannst das auch an die Decke klatschen. Ich habe den Gameplay-Trailer gesehen. Ihr werdet ihn mittlerweile wahrscheinlich auch schon gesehen haben. Du kannst sogar irgendwo den an die Decke klatschen. Dann interagierst du mit dem Portal, wirst nach oben gezogen und bam, bist du auf dem Dach. Das ist so finster. Du kannst das durch dicke Oberflächen von bis zu 20 Metern hauen. Und ungefähr, wenn ich die Übersetzung richtig verstanden habe oder der Dev nicht gerade ein Sprachfasching hatte, habe ich eine Reichweitenaktivierung von 45 Metern gehört. Das ist heftig. Wenn du quasi das Portal schon aus 45 Metern Entfernung an eine Oberfläche knallst, kannst du von dort aus schon interagieren, wirst reingezogen. Das ist absolut massiv und wirklich durch einen Berg, der 20 Meter tief breit ist. Es ist, das Gameplay zeigt euch unfassbar kranke Sachen. Und ich glaube, ich möchte es nicht in den Mund nehmen. Nehmt es selber in den Mund. Es ist echt heftig. Und ich glaube nicht, dass wir in Season 20 Squads erleben, wo es nicht eine Alter gibt. Zwei geht ja nicht, ist ja klar. So. Ach so, und wenn du aus dem Portal austrittst, sieht optisch sehr geil aus, habe ich auch Bilder, bist du kurz unsichtbar. Ganz normal, als würdest du Wraith sein oder durch ein Olympus-Portal gehen. Dann bist du kurz unsichtbar mit einem Perk in Verbindung. Auch noch eine feine Sache, sage ich gleich. Gift from the Rift ist die Passive. Du kannst quasi aus einer bestimmten Entfernung Deathboxen sehen und kannst dir ein einziges Teil aus der Deathbox ziehen. Eine Waffe,
Alles, was du eben so in der Deathbox siehst. Aber ich glaube, Schildkerne sind davon ausgeschlossen, wenn ich mich nicht irre. Und die Reichweite ist so weit, wie du die Deathbox eben auch sehen kannst. Wie hoch, kann ich genau nicht sagen. Die ultimative Fähigkeit Void Nexus. Du knallst irgendwo ein Device hin und dann läufst du und läufst du und läufst du. Und dann, wenn du merkst, okay, ist gerade nicht so cool hier, aktivierst du das Device und jeder aus deinem Team kann das Device von dort aus benutzen. Wie genau das funktioniert, ich kann es nicht genau beschreiben, weil es sehr, sehr schwierig und schwammig beschrieben wird. Ich verstehe es aber so, du kannst aus einer gewissen Distanz mit diesem Device interagieren und wirst dann zurückgeportet. Das erzeugt aber wohl ein Phase, so eine Art Phase, was auch die Gegner benutzen können. Genaueres müssen wir im Gameplay sehen, weil das wirklich schwierig zu beschreiben war und die Devs haben es auch sehr, sehr kurios beschrieben. Deswegen muss man da mal abwarten. Perks, Level 2, entweder entscheidest du dich für eine geringere ultimative Cooldown oder, und das ist die interessantere Variante, du siehst, wenn du aus dem Portal austrittst, bist du kurz unsichtbar, dann kannst du, wenn du direkt vor einem Gegner portest, die Lebensanzeige sehen. Wenn du dann theoretisch zwei Gegner nebeneinander siehst, siehst du die Lebensanzeige und weißt, auf wen solltest du dich fokussieren, weil er die geringere Lebenspunkteanzahl hat. Auf Level 3 taktische Cooldown extrem stark verringert oder die ultimative Fähigkeit ist sofort wieder verfügbar, wenn du deine verbraucht hast. Und dann kam von den Devs der Tipp, die Kombination aus Alter und Bloodhound. Du machst einen Bloodhound-Scan, siehst die Gegner vielleicht im Streamer-Building auf World's Edge und dann haust du da dein Portal in die letzte Etage, interagierst mit dem Portal, wirst da reingezogen, kannst die richtig eklig pushen. Du kannst das Portal, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, auch wieder zurücknehmen. Das heißt, wenn die Gegner das frühzeitig mitbekommen, ich keine Ahnung, wie lange das aktiv ist, wurde nicht besprochen, können die Gegner natürlich da auch reinspringen. Irgendwie so, aber der Überraschungsmoment ist auf deiner Seite. Oder eben die Kombination Alter und Lifeline, um die Ulti als Regroup zu machen. Wenn du richtig vor den Sack bekommen hast, interagierst du mit diesem Remote-Control-Gerät, wirst zurückgeportet, Lifeline heilt alle wieder hoch und dann gehst du wieder rein und alles ist schön. Solo-Modus, er kommt. Aber ich bin fest überzeugt, wenn es positive Resonanz gibt, kommt er fest. Der Solo-Modus wird jetzt exakt 6 Wochen quasi für den ersten Split aktiv sein. Und es gibt einige nette, fette Änderungen für den Solo-Modus, die den Solo-Modus auf jeden Fall sehr, 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 sehr interessant machen. Also, sie sagen auch, dass sie auf das Feedback der Community warten und auch darauf aufbauen wollen. Warten dann die 6 Wochen und schauen, wie das Feedback so ist. Solos folgt der Standard Map Rotation. Welche das ist, kann ich leider nicht sagen. Wurde leider Gottes nicht thematisiert, außer das Broken Moon natürlich durch das Map Update, was ich jetzt schon mal an. Das wird jeder mittlerweile wissen, dass es ein Map Update für Broken Moon geben wird und die neue Map District dann hoffentlich in Season 22 kommt. Wir haben 50 Legenden. Die droppen aus dem Dropship, nicht 60 Legenden. Und die Aussage war ja vor einiger Zeit noch, es wird niemals einen Solos-Modus geben. Aber zwischen Season 2, wo er erstmalig und letztmalig für 2 Wochen aktiv war, ist eine Menge Zeit vergangen. Viel mehr Daten, viel mehr interessante Legenden und so weiter und so fort. Und deswegen hören Sie auf die Community und bringen den ganzen Spaß jetzt endlich mal rein. Es wird ein Respawn-Token geben, den du bis zu einer gewissen Runde verbraucht haben musst, kannst du jetzt nicht sagen. Aber das kann sein, dass du zwischen Start der Runde und Runde 4 drauf gehst. Dann hast du eine letzte Chance, droppst wieder aus dem Dropship. Habe ich auch noch Bilder für euch, wo ihr dann auch seht, wo ihr verreckt seid und so weiter und so fort. Habt ihr eine Chance, nochmal reinzugehen und vielleicht auf den Win zu gehen? Und solltet ihr bis zu Ende von Runde 4 diesen Respawn-Token nicht verbraucht haben, bekommt ihr einen massiven Evo-Boost, wahrscheinlich bis auf Stufe Rot. Könnte zum Beispiel so sein. Es wird Auto-Heal geben, ersetzt aber nicht die Heil-Items, also Auto-Heal nur auf deine Lebenspunkte, nicht auf deine Schilder, ersetzt aber nicht Spritzen oder Medikits. Du musst außerhalb des Gefechts, wenn du Schaden genommen hast, ungefähr, keine Ahnung, wie war das in dem Gameplay, vielleicht 2, 3 Sekunden und dann wirst du dich automatisch hochheilen. Voll zu 100%. Das geht natürlich nicht so schnell wie bei COD oder so, aber so wie wir es schon mal in anderen Modi, glaube ich, hatten. Plus-Minus-Geschwindigkeit, genau kann ich es jetzt nicht mehr sagen.
Dann wird es ein Feedback auf der Minimap geben und auch ein kleines Icon auf der Map, um es ein bisschen leichter zu machen, dass du nicht so von der Distanz weggecrabbert wirst oder keine Ahnung. Wenn ein Gegner sich bis auf unter 50 Meter nähert, bekommst du ein Feedback auf der Minimap. Das sieht aus wie so ein Earthquake-Sign, so eine Welle und auch noch so ein extra Zeichen, als würdest du was pingen. Kriegst du dann mit. Ob die Richtung angezeigt wird, bin ich jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber du kriegst auf jeden Fall dieses Feedback und auch einen Sound. Und Full-Kitted Weapons sind auffindbar, von Weiß bis, glaube ich, Gold sogar. So, aktuell nicht für private Lobbys geplant, aber als die Frage dann nachher zum Schluss kam, wo man den Devs Fragen stellen konnte, ob es für private Matches gedacht ist, we are cooking something. Also, sie sind dabei, irgendwas. Sie planen halt irgendwas und ich hoffe, es wird geil. So, ein XXL Broken Moon Update. Ich werde euch jetzt nicht sagen, welche Spots da alle verändert werden. Ich lasse die Bilder gleich für sich sprechen. Ich kann euch nur sagen, Promenade. Ade, aber richtig Ade. Ob sich deswegen das jetzt ändert, dass es trotzdem sehr heftig da abgeht, das wage ich zu bezweifeln. Dann Apex Rumbles müsste jetzt mittlerweile in Games sein. Ich habe es noch nie gespielt und werde es wahrscheinlich auch eine Weile noch nicht zocken. Wird weiterhin ausgebaut und soll auch eher so in die Competitive-Variante gehen. Ranked. Es gab keine besonderen Ranked-Änderungen. Ich muss auch für mich sagen, auch wenn ich wenig in Season 21 gespielt habe, Ranked hat mir unwahrscheinlich viel Freude bereitet. Die Splits sind zurück, auch wenn ich die jetzt nicht unbedingt zurückgebraucht hätte, ist es für viele wahrscheinlich eine gute Sache, gerade um wieder weiter zu grinden. Und deswegen muss auch meiner Meinung nach endlich mal ein Duo-Ranked-Modus her. Und ich werde, wenn ich vor Ort bin, sind auch einige Devs vor Ort, ich werde den Verantwortlichen, und ich weiß auch, welcher das ist, werde ich fragen, können wir jemals mit einem Duo-Ranked-Modus rechnen? Und ich werde die Antwort nachreichen, ich verspreche es euch, weil ich da so Bock drauf habe, weil manche einfach zu schnell schon auf ihrem Niveau ganz oben sind und dann hast du wieder nichts zu grinden und Publix ist wie Poker, nur ein Geldeinsatz, ist einfach so. Es wird einen höheren Reset geben, nicht nur sechs Divisionen, wenn ich das richtig verstanden habe, geht es glaube ich nochmal fast von null los, nicht ganz, aber fast. Das war sehr schwierig beschrieben, deswegen konnte ich es nicht richtig übersetzen, das tut mir leid dafür. Und es gab einen kleinen Peak, einen Hinweis darüber, dass Ranked und Rumble irgendwann irgendwie was miteinander zu tun haben könnte. Wie, was? Lassen Sie sich nicht in die Karten schauen. Die haben auch nicht alles verraten. Care Package Waffe. Devo rein, Wingman raus. Und die Wingman bekommt den Nerf des Jahrtausends. Naja, vielleicht übertreibe ich es ein bisschen, aber die Wingman wird keine Magazine mehr ausrüsten können. 6 Schuss only von Start bis Ende. Nicht mehr, nicht weniger. Und natürlich ein bisschen zurückgenervt auf das Standardniveau vom Ground Loot, bevor sie ins Care Package kam, ist klar. Der Boosted Loader kommt zurück. Den kannst du, glaube ich, auch auf die Wingman machen. Dann hast du, glaube ich, eine Überladung von 2 Schuss. War das nicht so, wenn du das Timing richtig hast? Weiß ich nicht mehr genau. Leider Gottes war der Dev, der über die Änderungen der Waffen redet, er hat einen heftigen Akzent. Ich habe nicht alles verstanden. Die Longbow bekommt ordentlich Liebe ab. Mehr sage ich nicht. Das One. Das Digivisier, das einfach Digivisier, fliegt komplett aus dem Lootpool. Und dementsprechend gibt es natürlich auch keine Care-Package-Waffe. Ja klar, die Wingman kommt ja raus. Gibt es keine Waffe, die das Ding tragen kann, weil weg. So, eine richtig geile Änderung, die sich alle eigentlich seit Release von Apex Legends wünschen, kommt. Was passiert, wenn du den Banner eines gefallenen Mates aus der Kiste holen willst? Oh! Oh! Wegstecken tot. Diese Animation, wenn ich es richtig verstanden habe, gibt es nicht mehr. Du kannst sofort auf die Deathbox deines Teammates zugreifen, kannst sofort den Schildkern-Swap machen. Und dementsprechend, wie sie es beschrieben haben, verstehe ich es so, dass du automatisch auch gleich diesen fucking Banner in deiner Hand hast, was gut ist. Deswegen hoffe ich, dass ich das nicht richtig, dass ich das nicht falsch interpretiert habe. Aber das war als sehr, sehr große Änderung von allen gefeiert. Krypto bekommt eine Menge Liebe, auch in Sachen Perks. Newcastle ebenfalls eine Menge Liebe in Sachen Perks. Catalyst, da wird ordentlich zurückgerudert, wie ich verstanden habe. Weil auch da wurde gesagt, es kann nicht sein, dass wir eigentlich die Perks von ihr so gemacht haben und sie eigentlich extrem genervt haben und die Perks den Nerf ausgleichen.
Das kann es echt nicht sein und das war heftig. Dann soll Fuse, Caustic, Bloodhound und Octane ebenfalls eine Menge Liebe bekommen. Da wurde aber nicht drüber gesprochen, was. Und alle Ashe Mains freuen sich. Ich spiele sie auch gerne live. Schöne Grüße an dich. Es kommt genau das, was du dir gewünscht hast. Du kannst deinen Arcsnare in die Hand nehmen, kannst schon mal zielen und kannst weiterhin deine Waffe aus der Hüfte feuern. Haben sie so nicht beschrieben, sie haben einen Screenshot gezeigt. Waffe rechts, Arcsnare links. Wird geil. Dann werden, und das werdet ihr jetzt auch gleich sehen, weil ich eine Menge Artefakt-Videos habe, die ich hier gar nicht eingebunden habe, glaube ich. Sehe ich gerade, das werde ich gleich noch machen. Es gibt extrem viel, also die Artefakte stehen ja sowas von Hardcore im Mittelpunkt mit 50 Milliarden Farben gefühlt. Sieht geil aus, also es baut eine Menge auf diese Artefaktgeschichte aus. Battle Pass Skin Level 25 für Seer, Level 50 für Catalyst und Level 100 und 110. Die 30-30 habe ich ebenfalls. Leider nur ein Bild, das zweite haben sie vergessen, weil eins von beiden doppelt drin war. Jetzt muss ich mal gucken. Ich zeige euch jetzt einmal die Bilder, die ich alle habe und hoffe, ich vergesse nicht die Artefakte. Die zeige ich dann einfach zum Schluss für die, die das nicht interessiert. Wir fangen einfach mal an. Das ist ein Bild aus dem Solo-Modus. Ihr seht quasi unter der Round-1-Anzeige, da ist jemand schon verreckt, also quasi Alter. Und du siehst deine Location, dass du das leichter ausfindig machen kannst, wo du gestorben bist, um wahrscheinlich deine Deathbox nochmal zu looten, wenn es denn Sinn macht. Dann haben wir hier, ihr seht ganz links, Enemy nearby under 50 meters. Und du siehst dann oben links auf der Karte eigentlich auch nochmal so ein Signal. Wenn die Richtung stimmt, seht ihr tatsächlich, wenn ich das Bild richtig interpretiere, auch die Richtung angezeigt. Das macht es recht einfach, aber ich glaube, das macht den Solo-Modus ein bisschen angenehmer, dass du nicht von links und rechts, gerade alleine die Step-Sounds-Problematik ist ja nach wie vor gegeben, ist das wahrscheinlich gar nicht so schlecht. Hier ist einfach nur das Zeichen, Achtung, Full-Kitted Weapons sind ebenfalls am Start. Es sind nicht alle ausschließlich Full-Kitted, aber. Jetzt haben wir hier eine Menge Bilder für das Broken Moon Map Update. Die Skybox sieht unwahrscheinlich genial aus, finde ich. Ich habe nicht viel zu erzählen. Es ist ein bisschen durcheinander. Hier seht ihr auf jeden Fall Alter in der Mitte. Auch Skins technisch wird Season 21 eine absolute Augenweide. Das hat alles so ein bisschen Destiny-Style. Wer es gezockt hat, finde ich auf jeden Fall extrem nice. Ich habe leider nicht viele Skins für euch. Und hier seht ihr zum Beispiel das Portal, die taktische Fähigkeit von Alter. Sie hat quasi gerade das Portal von oben durch die Decke nach unten durch die Decke aktiviert, rutscht jetzt durch das Portal und kann Horizon richtig schön von hinten Maß nehmen. Dann haben wir den Battle Pass Skin. Sieht jetzt nicht übertrieben aus, aber die Farbkombination wirkt quasi so ein bisschen wie der. Es fällt mir jetzt erst auf, wie der Prestige Skin von Bloodhound, der allererste Prestige Skin. Kann man machen. Broken Moon. Noch ein bisschen Skybox-Action, noch mehr Broken Moon. Wir haben noch mehr Broken Moon. Nicht alles ist sehr aussagekräftig. Hier haben wir noch ein bisschen, hier hat sich glaube ich auch nicht so viel verändert. Und hier haben wir ehemals, ist das ehemals Promenade? Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Aber ihr seht ja ein, ja, ich glaube, das ist ehemals Promenade und das ist ein riesen, riesen Krater mit einer riesen Bubble drüber. Sieht massiv aus, sieht geil aus, aber ihr seht halt auch, dass ihr aus so ziemlich allen Richtungen irgendwelche Zugänge habt. Ob das jetzt das den Spot leichter zu spielen macht, wage ich zu bezweifeln. Und ich muss sagen, Promenade fand ich an sich eigentlich ein schicker Ort, wenn man schon mal diese Map spielen musste. Ja, Ziprail technisch hat sich natürlich auch eine Menge verändert. Und wenn ich das richtig verstanden, ist es auch nicht mehr möglich, so easy quer über die ganze Map so ruckzuck so schnell zu sich zu transportieren. So, hier hat sich auch nichts verändert an dem Spot. Das ist einfach nur so ein bisschen Skybox-Zeugs. Wir haben ein paar Alter Early Art Concepts. Haben es ebenfalls mit beigefügt, finde ich eine richtig coole Sache. Und schaut mal, oh Gott, das sehe ich jetzt erst. Oh, das ist jetzt aber ein Leak. Das ist ein Leak, den sie aber mal so richtig schön selber reinhauen. Moment, ich muss meinen allseits berühmten Pfeil kurz mal aktivieren. Ich muss nur ganz hochsetzen, dass er nicht verschwindet. Schaut, was Alter in der Hand hat. Sie hat 2P2020 in der Hand. Also geht mal davon aus, dass die. Oh, hier auch.
Das sieht aus wie P2020 und Mosambik wurde geleakt, hieß es für Season 21. Der Leak wurde wieder zurückgenommen, angeblich Season 22 oder 23. Also geht mal davon aus, dass dieser Spaß stimmt. Das ist interessant. Wenn man mal ein bisschen genauer hinguckt, sieht man schnell mal versehentlichen Leak. Das ist eine coole Sache. Also, Akimbos kommen, aber wohl nicht in 21. So, hier haben wir mal einen optischen Vergleich zwischen dem Portal von Wraith und dem Portal von Alter. Sieht optisch ultra nice aus. Und ich glaube, wirklich, Alter, mit dem Portal und so, das wird schon echt heftig massiv werden. Hier haben wir noch ein paar Skins. Das ist der Standard-Skin von Alter, wenn ich mich nicht irre. Und ihr seht hier drei verschiedene Artefakt-Variationen. Ihr seht, boah, der Fuse-Skin sieht ja auch richtig nice aus. Und Revenant. Dann nochmal Alter in voller Pracht. Ich finde den Namen Alter einfach so genial. Wenn du den Leuten dann sagst, was Alter auf Deutsch bedeutet, richtig geil. So, ein weiteres Gebäude in Schön. Hier nochmal aus einem anderen Winkel. Ihr seht, links, rechts, oben, unten, hast du nicht gesehen, überall Zugänge. Ich glaube nicht, dass dieser Spot so viel einfacher zu spielen ist als Promenade. Da hat es, glaube ich, bei Promenade weniger zu tun. Behaupte ich. Oder es macht halt keinen Mega-Unterschied. Eins von beiden. Hier haben wir noch ein paar Bilder. Ich glaube, das war so Stories from the Outland-lastig, so ein paar Bilder. Noch ein paar Artwork-Sachen. Hier hast du wieder zwei Waffen in der Hand. Das zeigt für mich eigentlich ganz klar, dass damit geplant wurde. Schon länger wahrscheinlich. Noch mehr von dem Spaß. Oh, da fehlt eine G7 zu Boden. Das scheinen Finisher-Artworks zu sein. Mega. Das sieht auch schick aus. Also die Skybox sieht schon echt sexy aus, muss ich sagen. Was haben wir hier noch? Hier haben wir die ultimative Fähigkeit. Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, platzierst du quasi dieses Device und dann läufst du erstmal ein paar Meter und aus einer gewissen Distanz kannst du mit diesem Device interagieren. Wie das aussieht, ob jeder für sich, ich glaube, es kann jeder für sich. Ob du dann erzeugst du quasi so ein Face. Portest dann dahin, aber wie gesagt, diesen Phase können dann auch die Gegner benutzen, weil du dann wahrscheinlich auch so eine Art Portal öffnest. Das hast du leider nicht wirklich gut sehen können, auch im Gameplay-Trailer nicht. Oder ich habe es einfach nicht erkannt. Das ist das Design verschiedener Skins, die in Season 21 kommen werden. Und da sieht Caustic absolut krank aus. Also diese Skin-Variationen gefallen mir richtig gut und diese haben so ein bisschen Destiny-Style, finde ich. Und jetzt zeige ich euch mal noch, Moment, wo habe ich ihn? Da ist es. Ich weiß, da fährt ja wahrscheinlich jetzt nicht jeder drauf ab. Moment, ich muss erst einmal das hier konfigurieren. Ich habe jetzt das Artefakt quasi oder das Erbstück plus Artefakt in verschiedenen Farbkombinationen. Könnt ihr euch das reinziehen? Ich sehe gerade, die sind auch mit Sound versehen. Ich hoffe, es hat euch jetzt nicht das Trommelfell aus den Ohren gerissen. Machen wir wieder leiser. Einmal Play. Ich bin schlecht vorbereitet. Es tut mir leid, ich habe völlig verrafft, das hier reinzumachen. Also ihr seht, das sind verschiedene Farben und es sind verschiedene, ich sag mal, Taunt-Animationen. Also Taunt sowas wie beim Wrestling, wenn du jetzt hier deinen Gegner verspottest. So nennt man das, glaube ich. Hier in Gold. Sieht schon edel aus. Also du siehst, die bauen sehr, sehr stark. Die bauen sehr, sehr stark für den Ausbau der Artefaktgeschichten und das wird wahrscheinlich eine Weile nur dieses eine Artefakt bleiben. Davon gehe ich felsenfest aus. Also ich habe in dieses Artefakt, weil ich es nicht besitze, nicht einen Cent gesteckt. Ich habe zwar in dieses Event ordentlich was reingepayt, weil ich aber auch natürlich ein bisschen was von EA bekommen habe. Aber das ist geil. Also optisch das Lila. Ich habe leider auch den Flatline-Skin verpasst, weil ich zu wenig Zeit zum Zocken hatte. Das finde ich extrem nervig für mich selber, aber selber schuld. Wer keine Zeit hat, hat Pech. Sehen nicht alle geil aus, muss ich einfach mal ehrlicherweise gestehen. Aber das waren alle Patch Notes. Zwei Seiten feinste Patch Notes. Wie gesagt, die 100% Patch Notes kommen am 6. Mai, wenn sie sich an den Zeitplan halten. Aktuell bin ich dann noch in LA, aber das ist, kommt zu einer Zeit raus, wo ich schon am Checkout bin.
Und ich glaube nicht, dass ich von unterwegs dann irgendwie noch qualitativ hochwertigen 100% Patchnote-Video auf die Reihe kriege. Sollte ich aus den Patchnotes was rauslesen, was ich vorher nicht wusste, könnte ich das vielleicht als Kurzvideo rausballern und auf Instagram oder auf YouTube trotzdem hochladen. Aber dann wirklich nur die Sachen, die vorher so nicht klar waren, weil sie nicht erzählt wurden, weil man für diesen Exklusiveinblick immer nur eine Stunde hat. Und dann sind aber alleine davon, glaube ich, eine halbe Stunde für Fragen von den Creatoren an die Devs, die dann beantwortet werden. Also so groß ist der Einblick dann nicht. Also ich bin auf jeden Fall gespannt, wie gesagt, für alle nochmal. Freue ich mich, wenn ihr jetzt in den nächsten Tagen, Stand jetzt, wenn ihr es tagesaktuell am 3. Mai seht, in 2 Tagen sind auch die Global Series Finals und da werde ich mich sicherlich auch nochmal melden. Lasst euch also überraschen. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit, verbleibe mit freundlichen Grüßen, freue mich extremst auf die neue Season, auf die neue Legende und bin immer noch, wie gesagt, überzeugt, dass es kaum ein Squad geben wird, wo nicht ein Alter vertreten sein wird. Eure Meinung in die Kommentare bin ich extrem gespannt. Das war es jetzt von mir. Da rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.